Mein Name ist Sebastian Schrammeck. Ihr seid hier gerade in den Räumlichkeiten der Firma Quidenus Technologies. Wir wurden ursprünglich gegründet von der Sophie Quidenus, gemeinsam mit einem, kann man sagen, sehr klassischen und auch sympathischen Erfinder, nämlich der Herr Alfred Jacques. Der ist gekommen auf den Lehrstuhl für Entrepreneurship auf der WU Wien mit einer ziemlich abgefahrenen Idee zum automatisierten Blättern, das ist der sogenannte bionische Finger. Und aus diesem Patent und bionischen Finger haben wir drei unterschiedliche Produkte entwickelt. Eine relativ komplexe Buchscan-Maschine. Hier haben wir uns durchgesetzt und sind heute weltweit in großen Bibliotheken und großen Archiven vertreten. Wenn Sie jetzt das Unternehmen nochmal gründen könnten, würden Sie irgendwas anders machen? Es gibt im Nachhinein einige Dinge, die man anders machen würde, aber das ist wohl auch die Herausforderung. Learning by doing zum Teil, ja, so etwas von Grund auf entwickeln und schaffen. Produktklasse 1 und Produktklasse 2 zu entwickeln, das ist beides nicht durchgegangen. Es war auch mit das Glück vielleicht, dass wir so dran geblieben sind und obwohl das eine und das andere nicht funktioniert haben, rund um dieses Patent wir noch ein weiteres Produkt entwickelt haben, das dann funktioniert hat.